5 Titel im Einzel, 17 Titel im Doppel, Preisgeld in all den Jahren 10 Millionen Dollar. Was viel klingt, aber nicht viel ist. Nach Steuer nur mehr 5 Millionen, nach Sozialversicherung nur mehr 2 Millionen. Das hochgerechnet auf 20 Jahre. Nichts. Er ist ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, ein von der Armut bedrohter Weltstar des Sports, kommt zu uns. Und wir werden uns nicht ins Wort fallen bei diesem Gespräch. Nein, natürlich weil nicht. Weil wir natürlich wieder unsere Feder dabei. Ja, aber wir wollen, weil gestern oder vorgestern, wann war Weltfrauentag? Gestern war Weltfrauentag. Wir haben gesagt, eigentlich heißt diese Feder Friedrich, die friedliche Fragefeder. Heute nicht. Wir wollten mehr Weibliches im Studio haben. Wir haben kaum, bis auf die Stargeigerin Sophie, keine Frauen on screen. Mhm. Und damit noch was Weibliches im Studio ist, haben wir gesagt, Frieda, die friedliche Fragefeder. Ganz genau. Wir wollen uns nicht ins Wort fallen und freuen uns sehr auf den hochsympathischen und wahnsinnig talentierten Jürgen Melzer. Was darf ich dir zu trinken anbieten? Wasser, bitte. Wasser? Aber jetzt könntest du doch eigentlich, die Karriere ist beendet, auch saufen. Das stimmt, aber das habe ich irgendwie auslassen. Wirklich? Ja. Noch nie betrunken gewesen? Das letzte Mal bei der Maturafeier. Echt? Wirklich? Ja. Auch bei der Hochzeit nicht betrunken? Auch bei der Hochzeit nicht. Bei beiden nicht. Also ich habe eine oder zwei schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und aber auch langweilig nach, eigentlich. Auch nach Turniersiegen fließt da nicht der Champagner in Strömen? US Open haben wir ein bisschen was getrunken. Aber jetzt ein bisschen was heißt ein kleines Bier und dann ab ins Bett? Ja, 2, 3, 4 vielleicht. Aber halt nicht so, dass es halt am nächsten Tag wehtut. Ja. Du erscheinst hier am Ende deiner Karriere, kann man das sagen? Oder wirst du im Doppel doch nochmal in Erscheinung treten? Also ich möchte Paris und Wimbledon möchte ich schon noch spielen. Echt? Ja. Also dadurch, dass ich jetzt Australien ausgelassen habe am Anfang vom Jahr aufgrund der Quarantänemaßnahmen und es war jetzt, glaube ich, nicht so prickelnd, da 2 Wochen eingesperrt im Hotelzimmer zum Sitzen, habe ich beschlossen, dass wir Paris und Wimbledon heuer noch mitnehmen. Okay. Ich habe es vorher erwähnt, Verletzungen haben dich in Wahrheit davor bewahrt, noch höher in der Weltrangliste zu klettern. Du warst 2010 wirklich drauf und dran, zu den ganz, ganz Großen der Welt zu gehören. Verfluchst du das mittlerweile, diese Verletzungen? Oder glaubst du, dass du's, wenn du keine Verletzungen gehabt hättest, wärst du dann sozusagen an Federer, an Nadal herangekommen? Ja, das wäre, glaube ich, jetzt vermessen. Also, du hast die alle geschlagen? Ja, das schon, aber halt einmal jeden. Und damit man da ganz vorne mitspielt, muss man die, glaube ich, mit einer Regelmäßigkeit schlagen, die mir nicht gelungen ist. Aber ich glaube, ich wäre länger in den ersten 10 gestanden. Also ich habe mir da eigentlich am Höhepunkt meiner Karriere so einen leichten Bandscheibenriss zuzogen. Und das von dem Zeitpunkt an ist dann eigentlich nach unten. Das war dann Wochen, wo das ganz normal war, wo ich normal spielen konnte. Ich habe dann auch immer noch, ich habe 500er in Memphis gewonnen. Ich habe danach noch Turniere gewonnen. Aber es ist sukzessive einfach schlechter worden. Also jetzt mit dem Rücken war es bis 2015 so, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, dass ich irgendwann einmal im Auto gesessen bin, den rechten Fuß am Beifahrersitz und mit links Gas gegeben habe. Leute, die mich kennen, sagen sowieso, Automatik, dass ich nicht wenigstens? Zum Glück. Wobei, Freunde würden jetzt sagen, Autofahren hat er eh nicht können, also war das vielleicht eh kein Nachteil. Aber ja, es war halt mühsam. Aber war es so, dass du vorher, zum Beispiel, wenn du Bandscheibe sagst, und die Aufschlagbewegung alleine ist ja heavy für die Bandscheibe. Hast du dann bei jedem Aufschlag unfassbare Schmerzen gehabt und hast nur für die Kamera es dir nicht anmerken lassen? Ich habe meine ganze Aufschlagbewegung dann umgelernt. Also jetzt, ja, hätte manchmal vielleicht geholfen. Aber ich habe früher extrem aus dem Hohlkreuz serviert und habe, jetzt wird es technisch, ich habe meinen Fuß nicht nachgezogen beim Servieren, sondern bin mehr aus dem Hohlkreuz gekommen. Und es war ein Prozess, hat ein paar Monate gedauert. Ich habe meinen Fuß beim Servieren nachgezogen. Das klingt nach einem behinderten Kellner in Café Bestenfalls, Ritter. Bestenfalls, ja. darf ich kurz persönlich werden? Du warst mit einer Tennisspielerin verheiratet und warst dann mit Mirna Jukic liiert und hast jetzt Fabienne Nadaraya geheiratet. Wie kommt ein Tennisspieler dazu, so viele Schwimmerinnen kennenzulernen? Ja. Wo? Das war der Grund eigentlich, warum ich die Sendung jetzt eigentlich die letzten 10 Jahre gemieden habe, weil ich gewusst habe, die Frage kommt. Diese Sportarten schließen sich doch mehr oder weniger aus, oder ist der Tennisball irgendwann im Pool nebenan gelandet und man trifft sich da? Ja, so kann man sagen. Na, die Mirna habe ich bei den Olympischen Spielen 2008 kennengelernt. Wie? Ja, wie? Na, im Österreicher Haus. Im Österreicher Haus, und da geht man hin, per Handschlag, Servus Mirna. Ja, hallo, ich bin der Jürgen und
Das muss ich dir nicht erklären, oder, wie das geht? Doch, ihm muss es erklären. Ich weiß ungefähr, wie es gelaufen ist, aber erklären wir es mal. Und hast du dann Fabienne über Mirna kennengelernt? Na, das wäre ein bisschen extrem gewesen, aber... Es war ja eine dazwischen. Es war ja die Tennisspielerin, mit der ich die war dazwischen. Okay. Ich glaube, ein nahtloser Übergang wäre ungut geworden. Habt ihr zusammen dann morgens gesessen und Schläger bespannt? Ich muss offen und ehrlich zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben einen Schläger bespannt. Kannst du gar nicht? Nein, kann ich nicht. Ich habe oft zugeschaut, aber ja, ist eigentlich peinlich, aber kann ich nicht. Aber du weißt schon, dass es unterschiedliche Bespannungen gibt und sowas. Was das angeht, auch sehr penibel und sehr feinfühlig, was das angegangen ist. Allgemein Schläger war ein sehr heikles Thema bei mir. Ja. Aber ich habe noch nie einen Schläger bespannt. Und nein, wir haben nicht über Schlägerbespannungen gesprochen. wir haben versucht, eigentlich den Tennissport so gut wie möglich außen vor zu lassen. Verfolgen einen die Geometrie des Tennis, diese Linien, diese strengen Formeln, mit denen du seit du 9 bist, konfrontiert bist, auch im Schlaf? Denkst du in Träumen, ja, über das Tennisfeld nach? Nein, ich träume eher, dass ich, weiß ich nicht, für Austria Wien Fußball spiele. Wärst du lieber erfolgreicher Fußballer geworden als Tennisspieler? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich weiß. Aber ich will auch eine Antwort haben. Nein, ich habe mich ja damals bewusst für den Tennissport entschieden. Und sehr spät eigentlich. Du hast erst mit 9 begonnen, Tennis zu spielen. Man kennt ja Bilder von Agassi und von Frau Graf, die schon mit 3 diesen Tennisschläger in der Hand halten. Du erst mit 9. War das auch ein Grund vielleicht, warum du doch nicht so wahnsinnig erfolgreich wurdest? Ja, ist jetzt... Er wurde ja Nummer 8 der Welt. Was soll denn das für eine Frage sein? Es gibt 80 Milliarden Tennisspieler auf der Welt. Er war 8. Bester. Ja. Ich ziehe die Frage zurück, es tut mir leid, es war sehr... Okay, ist okay. Ja. Wärst du mit 8 erfolgreicher gewesen? Wenn ich mit 8 begonnen hätte, wäre ich vielleicht die Nummer 7 der Welt gewesen. Nein, ich glaube, dass für mich sogar besser war, so spät zu beginnen. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich habe urviele Sportarten betrieben. Ich habe eben viel Fußball gespielt, ich habe alle möglichen Ballsportarten gemacht. Und was ich glaube, dass so eine... Ja, ich habe Basketball herumgespielt, ich habe Tischtennis gespielt, alles, was halt irgendwas mit einem Ball zu tun gehabt hat. Und ich glaube, dass diese grundmotorische Ausbildung heutzutage fast zu kurz kommt. Mhm. Alle versuchen mal irgendwie so sportartspezifische Deppen zu kreieren. Aber wie hast du gemerkt, dass du selber für Tennis jetzt eine derartige Begabung hast? War das so, dass du, als du das erste Mal am Platz standst, dass sofort 80 Betreuer kamen in Deutsch Wagram und gesagt haben, Bitte komm zu mir, ich trainiere dich. Nein, es war eigentlich der Urzufall. Also wir waren in Kalabrien auf Urlaub. Der Papa hat gern Tennis gespielt, hat mich dann irgendwann einmal da mitgeschleppt am Platz. Ich habe dort zum ersten Mal einen Schläger in die Hand genommen und hatte ihn auch in der Vorhand in beiden Händen. Also das wurde mir dann später irgendwann einmal umgelernt. Aber ich habe bis zwölf beidhändige Vorhand gespielt. Nicht unüblich damals. Nein, macht man nicht. Also ja, heute nicht mehr, aber es gab Spieler, die das gemacht haben. Ja, zwei, drei. Aber... Ja. Und dann ist eben der Animateur von dem Club dort, der zum Glück ein richtig guter Tennistrainer war, gekommen und hat gesagt, er kann sich zumindest bewegen, Hand-Augen-Koordination stimmt, wieso geht's nicht mal zum Trainer, wenn es wieder heimkommt? Der Animateur hat das erkannt. Du wurdest entdeckt. Profi durch einen Animateur? Ja. Ja, das ist aber toll. Ja. War cool. Und das heißt, du hattest auch nie diese harte Ausbildung, die Bresnik bei Team gemacht hat, du hattest nie so einen Schleifer. Ja. Also dein erster Trainer war als Pinocchio verkleidet oder wie? Das ist jetzt gemein. Aber der war halt dort für den Tennisbereich zuständig und hat am Abend halt vielleicht auch mal ein Pinocchio-Kostüm angehabt. Weiß ich nicht. Aber dann hast du schnell bessere Trainer bekommen. Ja, ich bin dann noch schnell besser. In die Tennisschule von Herbert Elias, einem Deutsch-Wagramer Trainer, der sehr viele eigentlich gute Jugendliche in Österreich rausgebracht hat. Bin dann in die Südstadt. Mhm. Wann hast du das gemerkt? Warst du dann 10 oder 11, als du wusstest, du bist so viel besser als alle anderen 10, 11-Jährigen um dich herum? Dadurch, dass ich echt beidhändige Vorhand gespielt habe und das irgendwann mal umgelernt wurde, habe ich mal 2 Jahre relativ wenig gewonnen, weil das war schon ein technischer Eingriff. Ja. Und ich bin zum ersten Mal österreichischer Meister erst mit 18 geworden. So spät? Ja. So lange hat das gedauert? Aber dann eine Woche später drauf Wimbledon Junioren gewonnen. Also das war dann eigentlich, hat man genügend Selbstvertrauen. Wo warst du dann in der Weltrangliste der damals Gleichaltrigen? Ich war nach Wimbledon die 6 der Junioren-Weltrangliste. Wow. Ja, es ist ja so, bei der Weltrangliste kann man das sagen, dass die ersten 20, ersten 30, ersten 40 vielleicht ganz gutes Geld verdienen, aber wenn du nur 140. Der Weltrangliste bist du in Wahrheit wirklich von Armut bedroht.
ich sage jetzt, du bist als Nummer 300 ein richtig guter Tennisspieler und 300 Leute gehen locker in den Raum rein, sage ich jetzt einmal. Ja. Und du kannst aber nicht vom Tennis leben, also nicht von deiner Sportart leben. Bist du der, nehmen wir es euch, der 300 beste Comedian der Welt? Stürmann. Kannst du ja, super leben. Wirst ja. du wahrscheinlich deine Rechnungen zahlen können. Ja. Als Tennisspieler leider nicht. Ja, weil wir halt auch nicht so viel Materialkosten haben, ne? Ja. Muss man sagen. Gar, nämlich null. Wir müssen gar nichts bespannen. Ja. Ja. Wie war das bei dir? Als Nummer 8 der Welt hast du dann in New York zum Beispiel dir ein gutes Hotel genommen oder auch da aufs Geld geschaut, lieber die Zwei-Sterne-Pension als Hotel, Ritz-Hotel oder so? Ich bin in New York, ein bisschen abergläubisch, da haben wir im selben Hotel gewohnt. Und das war eine miese Absteige? Nein, das war okay, aber das war jetzt, das habe ich mal als Nummer 30 auch leisten können. Und das musstest du selber zahlen? Ja, also bei den Grand Slam Turnieren ist es so, dass du kriegst ein Taggeld für dein Hotel und da zahlst du dein Hotelzimmer, dein eigenes davon, das Hotelzimmer von deinem Trainer, von deinem Physio, den Flug vom Trainer, Physio, das musst, und deinen eigenen Flug musst du alles selber zahlen. Mhm. Bringt das eigentlich was, das Coaching? Also bringt es das, den Coach mitzunehmen? Wird es nicht reichen, dass man den irgendwann mal anruft und sagt, so, so und so läuft gerade das Turnier? Oder bringt dir das was, wenn der da irgendwo sitzt, du hörst doch eh nichts von dem? Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen, aber ich hoffe, dass was bringt, weil sonst würden relativ viele Tennisspieler unnötig viel Geld ausgeben. Aber kann eh sein, dass ja, damit man es von der Steuer abschreiben kann oder so. Diese ewige Floskel, es spielt sich im Kopf ab. Stimmt. Sozusagen, und man braucht die Unterstützung. Und wenn Dominik Thiem auf den Trainer schaut, der dann so macht, bei jedem Ballwechsel aufsteht. Und muss man auch mögen. Ja. Kann einem auch zu viel sein. Ja, eben. Mir wäre es jetzt so, das wäre mir zu viel. Glaube ich auch. Du bist Österreicher, das heißt, du bist quasi Wiener, mehr oder weniger. Ich glaube, da ist es besser, wenn der Trainer ständig so macht. Oh, weißt, nein, das weil geht die auch Wiener nicht. So negativ sind. Ja, aber ich bin zum Glück Niederösterreicher. Okay. Also dann doch. Bin, ja, so okay. Ein Mittelding. Okay. Aber um auf die Trainerfrage zurückzukommen, ich glaube schon, dass das Vorbereiten während einem Turnier einfach extrem wichtig ist. Während ein Match besprichst vorher die Taktik durch, A, B, C, was passiert und hast halt dann ja, die eine oder andere Taktik. Es gibt natürlich ein paar Zeichen, die halt irgendwie... Schlecht, ne? Ja, schlecht, gut. Ja. Ist eigentlich wichtig beim Doppel, sich jemanden auszusuchen, mit dem man sich auch über den Platz hinaus versteht? Oder suchst du den Doppelpartner ausschließlich aus nach Fähigkeiten im Tennis? Ich glaube, um eine längere Partnerschaft zu haben. Also wenn du jetzt sagst, du spielst ein Jahr, dann kann es auch ein Ungustel sein, mein Gott. Wenn du am Platz deine Erfolge feierst und deine getrennten Wege danach gehst, ich habe es nie können. Also ich musste immer mit jemandem spielen, den ich auch mag. Ja. Weil ansonsten wird der Abend relativ langweilig und du bist eh so für Allah. Also ja, aber die Aggression ist ja vielleicht ganz gut am Platz, auch wenn du den hast, ja, mit dem du spielst. Ja, aber nicht mit dem eigenen Partner. Und du dann einen Aufschlag hast und der vorne am Netz steht und du dir denkst, irgendwie hau ich dem Schießen jetzt voll in den Nacken. Den Gegner muss man natürlich hassen. Ja. Hassen können. Für den Zeitraum des Spiels. Ja. Thomas Muster hat gehasst. Ja, aber du ist hast, gut. Hast du gehasst? Man muss Hass ist jetzt vielleicht ein extremer Ausdruck. Warum ist das ein extremer Ausdruck? Man muss den Gegner natürlich töten wollen. Im Doppel kann es schon mal passieren, dass den von 2 Metern eine aufbrennst. Ja, das weil du ihn nicht magst. Naja. Gab es Spieler, die du wirklich gehasst hast, auch abseits des Platzes? Spieler, ja. Wer ist der unsympathischste Spieler? Ja, nenne ich keine Namen. Also nur zwei, drei Namen. Vielleicht nationale, die auch alle Leute kennen. Ja, in Spanien oder in Serbien wird die Sendung nicht gesehen. Na, mit denen habe ich eigentlich kein Problem. Na, an Tschechen hat es gegeben, den habe ich nicht so gern mögen. An Tschechen? Ja. Peter Korda. Der ist ein bisschen... Ja, das war zu früh. Aber der war jetzt am Platz, der war weg vom Platz eigentlich auch okay, aber der am Platz ein richtiger Trottel. Ja. Also, na, es gibt der ja ist Spieler, da richtig am Nerv gegangen und da kannst der Unterschied im Doppel ist dann halt, wenn der vor dir steht, du kannst auf die Wade zielen oder du kannst ihm halt auch... Aufs Herz? Ja, oder auf die Brust. Oder hast du jemanden getötet am Platz mal? Noch nicht. Hast du jemals Tennisspiele manipuliert, um im Wettcafé große Erlöse zu erzielen? Na, das nicht. Ich bin aber mal von dieser, wie heißt die, Tennis Integrity Unit interviewt worden. Weil anscheinend mein Gegner da irgendwie involviert. Ja, bin ich gesessen in Wien während dem Turnier in so einem finsteren Kammerl. Da fühlst du dich nicht gut. Und das die haben dich so verhört. Weil du Nadal besiegt hast, oder wie? Nein, das war... keine Ahnung, es war der Südafrikaner in Wimbledon, der 3-0 Sätze gegen mich verloren hat und anscheinend auch vielleicht drauf gewettet hat. Ja, ja. Aber also ich habe es ein bisschen, es klingt ein bisschen präpotent, aber gegen den hätte ich 10 von 10 Matches hätte ich gegen den 9-mal in 3 Sätzen in Wimbledon wahrscheinlich gewonnen. Also war das jetzt nicht so... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich bin mir irgendwie fehl am Platz vorkommen. In dem Wer ist denn dein Lieblingsspieler eigentlich dann aktueller? Kann man das sagen? Aktueller? Dominik Thiem.
Ja, jetzt natürlich kenne ich den jetzt am besten, mag ich, schaue ich gern zu. Also, ja. Aber jetzt, da muss ich zurückgehen. Also jetzt aktuell einen Roger habe ich natürlich extrem gern. A, sprechen wir dieselbe Sprache, B, sind wir derselbe Jahrgang, ich kenne den ewig. Wir haben jetzt 3 schöne Jahre im Council miteinander verbracht, viel gelacht. Im was? Weil du im Spielerrat, Players Council. Lieber Jürgen, weil du Roger Federer erwähnst. Aber warum sagst du eigentlich Roger? Ist der von Ferrero oder? Wie nennt er sich selbst? Der kriegt Geld von Roger. Roger, aber viele sagen Roger, Roger Federer. Roger Federer, nein, Roger Federer, Roger. Roger. Wir haben ein Video zugespielt bekommen, Roger Federer, wie er sich im Lockdown die Zeit vertreibt als Tennisspieler. Sehr elegant, oder? Das hat mich begeistert. Ja. Also das ist... Fällt da irgendwann das Handgelenk ab, so anstrengend ist das. Ist das wirklich sehr anstrengend? Ja. Aber er hier mit Hut tut so, als wäre es in Wahrheit eine leichte Übung, ist aber wahnsinnig schwer, den Ball so zu kontrollieren. Ja. Und lieber Jürgen, unvorbereitet... Oh, das ist herrlich, ich hoffe... Möchte ich dich bitten, kannst du das auch? Kann ich das Jürgen auch? Meltzer, einer der besten Tennisspieler der Welt, ehemals... Wir haben hier diese Wand für dich vorbereitet. Grissemann hat es übrigens bei der Probe mal versucht. Das sah erbärmlich aus. Ja, es sah erbärmlich aus. Es sieht auch schlechter aus als bei Federer. Moment, der darf ja sich mal einspielen. Ja, jetzt schaut es sehr gut aus. Ich bin Ist das übrigens auch eine Übung? Ist das eine Übung, die du mit den jungen Tennisspielern jetzt machst, weil du ja inzwischen für die Jungen zuständig bist? Schau dir das an, ist das toll. Ja, es ist relativ gut gewesen. Noch nie erfahren können. Ja. Es ist relativ. Ich habe mir mehr erwartet, lieber Jürgen. Ja, ich mir auch eigentlich. Aber ich hätte es gleich mit der Rückhand machen sollen. Schau mal, Grissmann. Weil das schaut wirklich Technik, aus wie edle Technik. Bisschen Vorhandgriff beim Vorhandvolley. Gefällt mir nicht. Wie Vorhandgriff? Nein, ich kann es nur so. Ja, gut. Aber es sieht fast besser aus als bei dir. Es schaut besser aus als bei mir. Aber du bist auch ein bisschen weiter weg, muss man jetzt sagen. Ja, genau. Das ist natürlich. Da wird es dann schwierig, gell? Ja, okay. Aber man merkt wenig Unterschied zwischen Jürgen Meltzer und mir. Ich danke dir trotzdem.